Damn. Yeah. Hallöchen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um meinen MST. Noch mit Rubicon Hot Plastic Karo. Zu der Karo kommen wir aber gleich. Ich will euch erstmal zeigen, was drunter steckt. Ja, es sind ziemlich feste Magneten verbaut. Ich tue die mal hier zur Seite. So, was haben wir? Wir haben ein MST mit Frontmotor. Wir haben noch einige Kabel hier lose liegen, weil das Auto noch nicht fertig ist. Ich habe das Auto vom lieben Sven für einen echt guten Kurs, danke nochmal dafür, bekommen. Mit einer anderen Kombo drinne und anderen Servo. Hatte ich aber in meinem Sherpa-Video erwähnt, dass ich den Motor, den Regler, den ich im Sherpa hatte und das Servo in den hier gemacht habe, weil das reinweg zur Zeit noch, keine Ahnung, wo die Reise hingeht, ein reiner Scaler wird. Der muss nicht besonders toll irgendwie fahren, also was heißt fahren, kraxeln können. Also das ist mir eigentlich bei dem Auto jetzt echt relativ, ihr seht, Verschränkung hält sich auch in Grenzen. Was habe ich gemacht? Ich habe die Winde zum Beispiel erstmal demontiert, ich habe sie umlackiert. Sven hatte komplett das Military Look. Das Ding war komplett einfarbig in Olivgrün, so wie jetzt hier noch, wie ihr seht, die Karo ist. War mir zu viel Grün. Deswegen habe ich zum Beispiel die Felgen wieder schwarz gemacht und so ein paar andere Teile verbaut. Ist zurzeit noch nicht sehr viel. Wie gesagt, es fehlt noch die Funke, es fehlen auch ein paar Akkus und noch ein paar Kleinteile. Normalerweise liegt der Akku ja hier. Das hat der Sven aber anders gelöst, das übernehme ich. Fast genauso, wie er es gemacht hat. Dazu kommen wir aber gleich bei der Karo. Regler ist platzbedingt jetzt hier gerutscht, der wackelt auch nicht. Also der ist genauso wie der An- und Ausschalter. Die habe ich hier drüben platziert. Was haben wir noch alles gemacht? An sich ist das Chassis soweit stock. Dämpfer muss ich noch mal ran. Das ist noch nicht so nach meinem Vorgefühl gemacht. Wir haben Messing links. Hinten nur die unteren. Vorne alle vier. Ich werde vielleicht noch, weiß ich noch nicht, ob ich bei dem Modell vielleicht sogar die Reifen aufbleie oder ob ich hier auch nur Knuckle Weights benutze, muss ich da mal schauen. Ansonsten, das Chassis wird soweit bleiben. Das ist, wie gesagt, jetzt die erste Stufe. Ich werde den erstmal jetzt so lassen, wie er jetzt ist praktisch. Mit der Wrangler Karo. Hier sind die Magneten. Die sind echt kraftvoll. Werde ich erstmal so lassen. Vielleicht baue ich ihn nochmal um. Ich habe irgendwie Bock auf so einen Jimny J3, den alten. Vielleicht baue ich ihn da nochmal um. Muss ich den Radstand ein bisschen verkürzen. Jetzt ist der bei 275. Und die Jimny Karo, weiß ich es gar nicht, in welchem genaues Maß die hat. Kommen wir mal zur Karo. Die ist eigentlich so das Interessantere. Was hat der Sven gemacht? Also viel geändert, wie gesagt, habe ich nicht. Vorne der Frontbumper ist abgekommen. Wie ihr seht, beleuchtet ist natürlich alles. Er hat die Türen nochmal mit Magneten gesichert. Dadurch schließt das perfekt. Sitzen zwei Männchen drinne mit Unterschenkelamputation, zwei Armee-Männekixen. Wie gesagt, das hier habe ich zum Beispiel schwarz gemacht. Das war vorher auch Oliv. Hier drüben dasselbe. Hier ist noch ein ganz witziges Feature. Hier ist eine Anzeige. Die zeigt euch, wie voll euer Akku noch ist. Echt ganz lustig auf dem Trail. Das ist gut zu wissen. Was hat er noch gemacht? Die Felge hinten habe ich auch wieder schwarz gemacht. Hier kommt noch so eine Abdeckung drauf. Um den Akku zu wechseln, macht man so. Macht man, wenn man es denn hinkriegt, ist gerade schwierig. Na, kommt schön. Macht die Klappe hinten ab.
sieht man noch so ein paar Scale-Sachen. Da ist ein Tank, eine Isomatte, ein Koffer, den man aufmachen kann, ein Rucksack. Hier ist jetzt das Gegenstück. Hier kommt dann hinten der Akku rein. Die befestige ich mit dem guten alten Buch. Mir fällt gerade alles runter. Double Lock. So werde ich sie probieren festzumachen. Entschuldigung. Ja, dann wenn Akku drin ist, Auto an, logischerweise, Heckscheibe wieder reinklipsen. Dritte Bremsleuchte dran, Reifen dran. Hier hinten ist noch eine kleine Schraube drin. Einmal schnell festziehen, fertig. Hier hinten sind noch Blenden dran gekommen. Ansonsten, ja, geil ist halt natürlich, das hält. Also von unten mal die Karo, ist auch ziemlich viel bearbeitet. Die kann man jetzt hier noch mit zwei Schrauben festschrauben. Das, wenn man sich überschlägt, hier ist zum Beispiel noch Lichtkabel. Die zwei losen Kabel hier, das ist für die Anzeige. Die tut man dann einfach mit dem Akku verbinden und dann ist die Sache gut. Ich finde die Karo echt geil eigentlich. Die kostet bei Banggood oder sowas in verschiedenen Farben. Die gibt es in 1000 verschiedenen Radständen. Viertürer, Zweitürer, ohne Dach, mit Dach, ach was weiß ich. Gibt es in 1000 Varianten für echt günstiges Geld. Problem ist halt, man muss viel anpassen, bis die irgendwann mal passt. Wie gesagt, der Sven hat das echt geil gemacht. Nehmt es einfach die Karo, die Magneten machen den Rest. Und jetzt sitzt die und jetzt könnt ihr hier aber auch wirklich anheben. Also da passiert nichts. Das ist echt geil gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich echt eine geile Sache. Wie gesagt, Dämpfer-Setup muss ich noch ran. Funke einbauen. Auf Akkus warte ich noch. Auf Shorties. Dann ist der auch soweit eigentlich durch und dann kann ich den euch auch noch mal richtig zeigen, wenn er dann wirklich komplett ist. Ansonsten, ja, gibt es sonst nicht viel zu sagen. Vielleicht werde ich jetzt hier noch ein paar Scale-Sachen im Innenraum machen, verändern. Und dann werde ich die als Zweitkaro behalten. Wenn ich dann doch auf Jimny umbaue. Überlegung war auch, da meine Frau gerne mal wieder eventuell mitkommen würde, mit mir für meine Frau noch mal so eine Karo zu holen. Die gibt es nämlich auch so typisch Barbie-Auto-mäßig in Pink als Cabrio, Zweitürer, in demselben Radstand. Wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, muss ich mal schauen. Ansonsten, ja, das soll es soweit eigentlich gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.